Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, wir können es an dieser Stelle kurz machen. Zu diesem CDU-Antrag bleibt eigentlich nur eine Frage offen. Wann zieht die CDU ihn zurück? Die Frage werden wir nach der Überweisung dann sicherlich beantworten, weil ich freue mich ja einerseits, dass die CDU auch Referenten hat, die ein bisschen Fleißarbeit machen und aktuelle Rechtsprechung beobachten. Das steht bei uns auch immer auf der Tagesordnung. Und ich bin mir sicher, wir werden es gleich erfahren, dass auch das Justizministerium das Urteil des OLG Hamm sehr genau beobachtet hat und das auf unsere Vollzugsgesetze angewandt wird. Ich möchte auch da anknüpfen, wo der Kollege Hart schon darauf hingewiesen hat, dass die Vollzugsgesetze, und das Herzstück ist ja unser Erwachsenenstrafvollzugsgesetz, bereits dem Urteil entsprechen. Auch das Maßregelvollzugsgesetz, was im Gesundheitsbereich angesiedelt ist, entspricht dem. Und Herr Kollege Hart, die Gesetze, die da angepasst werden müssen, sind in der Tat das Jugendstrafvollzugsgesetz und das U-Haftvollzugsgesetz, die in der schwarz-gelben Regierungszeit entstanden sind. Sicherlich konnten Sie in der Zeit das OLG-Urteil noch nicht vorhersehen. Rot-Grün hat doch die Zwangsmedikation immer schon kritisch gesehen und hohe Ansprüche und hohe Anforderungen daran gestellt. Und deshalb tragen unsere Gesetze dem Urteil auch jetzt bereits Rechnung. Die Frage ist, wann ziehen Sie Ihren Antrag zurück? Die Landesregierung wird entsprechend die Gesetzgebung hier vorlegen, angepasst, und dann werden wir als Parlament so beschließen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau